Unsere Probefahrt ist jetzt mit dem Dacia Spring zu Ende. Wir haben das Fahrzeug 3 Tage lang gehabt und sind etwa 600 Kilometer mit dem Wagen gefahren. Insgesamt haben wir 3 Ladungen durchgeführt, 2-mal an der Wallbox und 1-mal an einer Ladestation und hatten dort eigentlich keine größeren Probleme, besonders nicht an der Wallbox, das klappte wunderbar. An der Ladestation war es dann doch etwas komplexer, insbesondere die Verwendung unterschiedlichster Apps und wie das so alles vonstatten geht, musste man sich also erstmal aneignen. Wir hatten den Wagen in Köln abgeholt, die ersten 87 Kilometer nach Hause zu uns war also recht positiv. Es war ein angenehmes Fahrgefühl in dem Fahrzeug. Was uns aber etwas störte, war, dass bei doch etwas höheren Außentemperaturen, also so ab 25 Grad, die Kunstledersitze doch nicht so komfortabel sind. Der Kofferraum bietet ausreichend Platz, also da passten ohne weiteres 3-4 Wasserkästen rein. Ich kann die Rückenlehne der Rücksitze komplett umlegen, so dass ich also doch auch noch eine größere Zuladung habe und für ein Fahrzeug dieser Größe ist das vollkommen ausreichend. Das Auto ist von den Außenabmessungen recht kompakt. Der Wendekreis ist deutlich unter 10 Meter. Man kommt also da wunderbar in Kurven und so weiter mit zurecht. Das Handling ist in der Innenstadt wirklich perfekt. Da kann man nichts sagen. Auch auf Landstraße bis Tempo 100 ist das überhaupt kein Problem. Also vom Handling, von der Fahrstabilität. Allerdings ist auf der Autobahn wirklich die Seitenwindempfindlichkeit bei Geschwindigkeiten ab Tempo 110, 120 doch etwas höher, so dass also bei kleinen Lenkbewegungen das Fahrzeug doch ein wenig nervös reagiert. Das Außendesign des Fahrzeugs ist recht ansprechend. Fehlt das. Ob das jetzt unbedingt Silber sein muss, ist eine andere Sache. Ich würde da eher eine andere Farbe bevorzugen, vom persönlichen Geschmack her. Aber die Reling oben ist natürlich nur Show. Man kann also da nicht irgendwie einen Dachgepäckträger oder sonst irgendwas drauf montieren. Das ist nur ein reines Designelement. Hinten geht es etwas enger zu. Also für Kinder so wie hier meine Tochter ist das überhaupt kein Problem zum Sitzen. Allerdings, wenn man als Erwachsener hinten über eine doch etwas längere Strecke sitzen soll, dann wird es also doch etwas eng. Es geht, es funktioniert. Ich habe es also auch getestet. Wir sind mal mit 4 Erwachsenen gefahren. Es war eine Strecke zum Kino, das waren so ungefähr knapp 20 Kilometer. Ist kein Problem, aber ich würde natürlich jetzt nicht da Strecken von 100 Kilometer und mehr mit 4 Erwachsenen in den Wagen fahren. Da ist der einfach etwas zu klein im Fond. Wie fandst du denn so insgesamt die Instrumententafel, die Bedienungselemente im Auto, das Navigationssystem, das Radio? Was hattest du da für einen Eindruck? Einen guten Eindruck. Und die Klimaanlage ging relativ auch schnell an und es wurde auch schön kühl. An richtig warmen Tagen ist das eine gute Klimaanlage. Aha. Navigation, Bedienungselemente sind relativ simpel, keine unnötigen Spielereien dran. Das, was man braucht, ist vorhanden. Die Navigation funktionierte also auch wunderbar. Radioempfang, Lautsprecheranlage ist völlig ausreichend in dem Fahrzeug. Der Innenraum des Fahrzeugs bietet ausreichend Platz, insbesondere vorne hat man eigentlich bei einer Körpergröße von bis etwa 1,85 Meter kein Problem beim Sitzen. Was natürlich fehlt, ist eine Einstellung in der Höhe des Sitzes, insbesondere des Fahrersitzes oder alternativ eine Einstellung des Lenkrads in der Höhe bzw. in der Tiefe. Das Auto macht also von innen wirklich keinen billigen Eindruck. Es ist klar, dass in der Preisklasse natürlich nicht die hochwertigsten Materialien verwendet werden können. Aber insgesamt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Fahrzeugs wirklich top.
Der Motorraum ist recht aufgeräumt, also man sieht eigentlich nicht so viel, also irgend so ein Elektromotor, der da drin steckt und dann viele Kabel, die sich dann da drumherum tümmeln. Aber ansonsten sieht man wirklich nicht viel. Man hat einen recht großen Wischwasserbehälter, den man also sehr gut befüllen kann. Das einzige Manko war also diese Stange zum Arretieren der Motorhaube. Da braucht man so ein klein bisschen Übung, weil man es erschließt sich nicht so sofort, wo man diesen einhängen muss. Da hatten wir also ein bisschen Probleme. Ich sehe das Auto ganz klar in der Stadt oder in einer kleinen Gemeinde, wo ich also nicht so weit fahren muss, bei Strecken vielleicht täglich von 20, 25, 30 Kilometer. Dann reicht auch die Ladekapazität fast für eine Woche, sodass man also das Fahrzeug nicht ständig an der Steckdose hängen muss. Mit 230 Kilometer ist das auch ganz okay. Und wenn man den Preis des Fahrzeugs dann beispielsweise sieht, abzüglich aller Förderungen etc., liegt man so bei 11.000 bis maximal 13.000 Euro für ein voll elektrisches Fahrzeug. Und das finde ich also ein gutes Gesamtpaket, auch wenn es gewisse Einschränkungen im Fahrkomfort bei höheren Geschwindigkeiten gibt. Aber das Auto ist eben einfach nicht auf der Autobahn zu Hause. Das muss man ganz klar sagen. Da ich eine Oberklassenlimousine fahre mit Luftfederung, hat man natürlich einen gewissen Fahrkomfort, den man gewöhnt ist. Und wenn man dann in ein solches Fahrzeug umsteigt, muss man natürlich Abstriche machen, das ist ganz klar. Aber für das Geld hat das Fahrzeug wirklich überzeugt, ganz objektiv gesehen. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass der Spring irgendwie ein Billigprodukt ist oder so, sondern man hat sich wirklich auf die Dinge beschränkt, die man in einem solchen Fahrzeug erwartet und erwarten kann. Und ich fand das Gesamtpaket also wirklich recht positiv. Man kann natürlich von einem solchen Fahrzeug nicht erwarten, dass alle Fahrsituationen oder Fahranforderungen erfüllt werden. Also es ist kein Auto für Langstrecken. Da fährt man keine 1000 Kilometer oder 1500 Kilometer nach Italien oder Kroatien mit. Dafür ist ein solches Auto nicht gedacht. Das heißt also, als Zweitwagen ist das Fahrzeug ideal für Kurzstreckenverkehr, für das alltägliche Einkaufen, mal in der Stadt rumzukutschieren. Ja, das war's von uns zum Thema Dacia Spring und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Bis dann. Ciao. Tschüss.